Also dann fahre ich zum Händler und hole jetzt den Anhänger, ja? Ja. Gut. Und ich sammle jetzt auf. Was? Kopf hat einen Kindersitz? Nein, Ketcho. Und Marschierer, ich gucke mir das nachher nochmal an. Ich weiß gar nicht, was das gerade ist. Ergonomische Steißbeinschmerz im Sitz. Achso, was? Flup, flup, flup. So, dann seid ihr bereit? Du solltest eine Tastenbelegungszettel machen. Mhm. Sie hat angefangen damit. Kann er das fixieren? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde hier irgendwie getrollt. Ach was, nein. Big D, dankeschön für dein Follow, dankeschön. Ach nee, warte mal, da vorne habe ich angefangen. Na gut, ist ja nicht weiter tragisch. Kann ich einmal hier um das Bäumeli herumfahren? In der Hoffnung, ich bleibe nicht stecken. So. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo, und dann den Fuchs. Hallöchen. Hallo. Boy, boy, sicher. Ich habe etwas runtergeladen. Und ich habe gesagt, Ingo, nimm das, mach das rauf. Und das habe ich dreimal getan. Und Ingo meinte, nachdem ich alle drei hochgeladen habe, wie, alle drei? Sag ich so, ja, alle drei. Ja. Und? Ich freue mich, eins davon hole ich nachher. Oder zwei. Achso, ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass es jetzt kommt. Er hat es nicht gemacht. Achso, dann hätte ich ihn, also dann hätte aber, dann also... Dann hätte die Schnitzel aber Parade gemacht. Definitiv. Aber nicht zu meinen Gunsten. Wo sind die Trolle? Hoch. Die hat Martin oben gebannt. Ja, nee, es gab ja keine Chat-Trolle, sondern also ich werde hier irgendwie gemobbt. Ich habe irgendwie totale Bild- und Tonaussetzerverzerrung mit Twitch, haben wieder was umgestellt. Verstehe ich nicht. Nö, aber bei mir ist alles gut. Nö, läuft blödsinnig. Ich befürchte ja, dass aus dem Belegungszettel dann wohl ein richtiges Buch wird bei Coffee. Ja, das Ding ist, das ist sogar ein Heft, ja, das ist ein richtiges Heft. Ja, mega. Ja. Also ich plane ja schon mal im Vorfeld, Leute. Ich bin ja da nicht so, ja, also ich plane ja schon mal. Ja. Steier, hi. Geprodit? Was? Ich wurde geprodit? Oh mein Gott, warum habe ich nichts gehört? Oh. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Prodax. Dankeschön. Ein wunderschön. Dankeschön für den Raid. Hallo Mel. Hallo Uli. Hallo Moni. Hallo Rayman. Hallo Postnix. Ah nein, hatte ich ja schon. Joe, hallöchen. Joey, hallöchen. Hallo Prodi. Heute ohne Ton? Was? Nein. Bin ich mit Ton? Hört ihr mich? Doch. Ja. Katurix, hallöchen. Smally, hi. Das Wusel, hi. Geprodi. Shadow, hallöchen. Thoralf, hallo. Nein, der Raid. Aber der dürfte nicht gemütet sein. Weil, Dings ist eigentlich auf. An. Gluppi, hallöchen. Der Raid war ohne Ton. Aber warum? Aber vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Brody, nochmal. Vielen Dank für die Unterstützung. Hallo, Joey. Wir sind reingeschlichen. Hallo, Moni. Das war letztens auch, meine ich. Danke schön, Carsten. Aber ich habe das eigentlich lauter gestellt. Ladungssicherung? Kann er. Guck mal, wie er hängt, zieht. Warte, Ingo, ich komme gleich mal gucken, bevor du fährst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du gucken sollst. Ich muss los. Warte doch mal kurz. Nee. Nicht, also. Ich will wissen, wie das aussieht. Was denn? Ich hab's schön da untergeklemmt. Guck mal. Das kann unmöglich weg. Ist doch super. Ja, ich hätte Schlimmeres erwartet jetzt. Ja, nicht? Also denk auch, ich hab gelernt. Ja, du weißt schon, dass die quer kommen. Ja, ich ging nicht. Das hat nicht gepasst.
Ich musste improvisieren. Oh, ich musste improvisieren. Okay. Es ging nicht anders. Wenn ich das querlege, dann geht der nur über ein Ding rüber. Ich hab doch ein nur zwei. Ein Blinder würde was drum geben, das zu sehen, weißt du? Das ist super. Total toll. Mensch, Ladungssicherung habe ich aufgepasst. Da war ich nicht Kreide holen. Definitiv. Mhm. Oh Mann. So, guck mal, ich mache auch hier die Alarmglocken an da oben. So, siehst du, guck mal. Sind alle gewarnt. Was willst du mehr? Das ist super. Ich hätte den kleinen Trecker genommen, der fährt verlammt. Dein kleinerer. Mhm. Hallo, da Lars, ein Wunderschön. Wir haben es eilig, danke. Wow. Mach gut. Ah, die Schoner sind gut, weil die kannst du auch zweckentfremden. Du kannst einen normalen Tieflader nehmen und kannst dann auch deine anderen Sachen, was du da transportieren möchtest, das drüberlegen und dann hast du eine Kollision und deine Maschinen fest. Oh, cool. Wo war denn nochmal das Ziel? Das war doch irgendwo da rechts, oder? Soll ich dann ganz normal reinfahren oder soll ich die Rampe benutzen? Ich weiß nicht, die Rampe ist, wenn ja nur fürs drüber wegfahren oder so, oder? Ich meine, macht jetzt im Reinkippen nicht so wirklich Sinn, oder? Oder wie jetzt, oder was? Wie groß ist die Chance, wenn Coffee die Rampe benutzt, dass die rückwärts runterfällt? Mach die Rampe. Null. Das ist total cool mit der Rampe. Jetzt. Wow. Das war auch eine Idee, da hat mir die gewusst wird. Na klar. Warum bist du wieder so froh? Ich habe diesen Anhänger bei Ingo, da hat ausprobiert, mein Fall ist er nicht, da diese Teile doof zum Händeln sind. Ja, nö. Einfach raufschmeißen. Da waren 17 ja schon. Oh, ich muss langsamer fahren. Ich kann die Rampe nicht benutzen, weil ich da nicht raufkomme, weil der, ach doch, kann ich. Aber ich stelle mich echt doof an. Oh, 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 oh. Nein, Leute, das funktioniert nicht. Ich kann nicht da so rauffahren. Du kannst den Vorhang auf. Ach so, hier stimmt. Hat die Map eigentlich Multifrucht? Oh, das weiß ich gar nicht. Standardfrüchte. Hab ich nicht gesagt. So. Ich habe so ein Problem, dass ich echt schwer rückwärts fahren kann. Also ich kann natürlich rückwärts fahren, selbstverständlich, aber ich habe echt Probleme mit rückwärts fahren. Wenn der Radius mir zu eng ist. Also je mehr Platz, umso besser für mich. Manchmal zieht sich sowas das ganze Leben, was ja? So, ich probiere es, aber auch nur, weil Ingo gebrüllt hat, benutzt die Rampe. Oh. Hoffentlich komme ich damit an. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier mache. Ja. Erst die Rampe hochfahren. Witzigerweise habe ich genau das gleiche gedacht. Ist hier John Deere ein Mod? Ja. Das geht nicht mal auf. Ach doch. Schwung, 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 schwung. Ich habe eher Schiss, dass ich da rechts daneben falle. Nein, ich falle nicht runter. Ah. Seht ihr, das, was ich meine. Ich habe echt Schwierigkeiten. Das ist doch nicht richtig, was ich hier mache. Guckt einfach weg. Nö. Das ist genau dein Klemmbild vor. Oh. Oh. Oh Gott. Wartet. Jetzt kann ich nicht verschwinden. Doch, da. Ich mache mich gleich wieder sichtbar. Ich glaube, das ist falsch, was ich hier tue. Ich glaube, es war doch richtig ganz unten, ganz normal. War doch. Hm. Eine super Reportage wäre das. Das liegt am Anhänger. Eine super Reportage. Dankeschön. Perfekt geparkt. Lob für Coffee. Ja. Danke, Mel. Wupp, wupp. Habt ihr gehört? Ich wurde gelobt. Guck mal, ich bin schon 15 cm gewachsen. Was wolltest du gerade sagen, Manni? Wo der Trecker her ist. Das ist der John Deere und der müsste von Agrardesign Modding sein. Genau. Genau. Und das ist nämlich hier. Crocodile Dundee, Hallöchen.
Wow, das hast du relativ gut gemacht. Wow, Daniel. Wow. Das hätte Ingo nicht geschafft. Ja. Doch, er hätte es geschafft, ohne dass ich bei den Kühen das auch hätte machen müssen. Und ich weiß das. Und manchmal ist auch nur der Glaube wichtig. Nee, ich sehe es doch bei dir immer, dass du fahren kannst. Oder zumindest rückwärts fahren kannst. Nee, wir reden jetzt über Spiel. Ach so. Was? Nur gut, dass ich gesagt habe, dass die Rampe hochmachen muss. Ja. Junge, Junge, Junge. Ich bin zumindest beim Hof angekommen. 15 cm gewachsen? Wie war das nochmal mit dem Fuß? Ja, aber guck mal, durch das Lob, seht ihr das? Ich komme bei der Kamera, bei dem Kamerabild schon fast an meinem Instagram-Werbung. Nicht, dass ich Instagram-Werbung machen würde, aber folgt mir auf Instagram. Und im Nastus 1 auch. Cool. Die Leute glauben auch, wir kennen uns. Wow, ernsthaft, Ingo? Walker hat Haltung angenommen. Okay. So, Haltung angenommen. Jawohl. Ich sag nur Bäume für Ingo. Ob das gut geht. Also die. Ach nee, Sellout-Enten, lol. Nein, das gibt's ja nicht. Gib nochmal 5 cm. Leute, kennt ihr das auch? Also ich weiß nicht, wenn ihr selber zockt. Was ist es für ein John Deere? Der 621 OR? Ich zeig dir das von vorne. 6210 R. 6250. Zu finden bei Agrardesign Modding. Genau. Einfach auf den Link klicken. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, sitzt ihr in eurem Stuhl wirklich aufrecht und gerade? Wenn du jetzt zuschaust, also ich spreche genau dich an. Wenn du jetzt gerade hier zuschaust, sitzt du aufrecht und gerade oder sitzt du eher so in der gechillten? Oder vielleicht so? Würdest du aufrecht einschlafen oder gechillt? Gechillt. Siehste? Martin aufrecht. Meine Position. Gerade? Nö, ich hab auch nicht wirklich... Nö, ich bin aber auch nicht so groß wie du. Ich bin 1,61 nur. Nein, was war's denn? Och, Gott, wie? System über Office-Produktion. Gerade? Im Bett. Ich liege im Bett. Hä, ernsthaft, die alle? Nö, nein. Wir müssen umbauen, Koffi hat die B-Werke hier hingestellt. Direkt vor die Werkzeugen. Tut mir leid. Schief, ein Bein unterm Popo. Hihi, wie ich. Ach, Moni. Sehr gut. Eingelümmelt. Ja. Liegend. Hallo, Wolfin. Ein wunderschön. Koffi, das willst du nicht wissen, wie ich hier sitze. Doch, deswegen frage ich ja. Ja, rumlungern. Also, ich gebe ehrlich zu, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Streams schaue. Oh, danke schön, Carsten. Meine Körperhaltung ist Schneidersitz. Und so. Ja, also vollkommen. Sie muss so nach ran, sonst erkennt sie es nicht. Wow. Oder so. So sucht sich auch manchmal. Meistens dann, wenn Ingo mir was erzählt. Ha, was, das ist schon gelangweilt, ne? Alice Polo. Einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank. Dankeschön für 18 Monate bereits. Dankeschön für deine Unterstützung und Dankeschön, dass du weiter ein kleiner Schlupf sein möchtest. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, das jetzt geht in meinem Alter nicht. Da passt du noch ein Bein. Hallo, Alice Bruno. Aufrecht sitzen, sonst passe ich nicht in meinem Stuhl. Könnt ihr den Fan 724 Profi S4 oder SCR kaufen, falls ihr den drauf habt? Ich glaube, sowas haben wir gar nicht. 724 habe ich eben gefahren. Haben wir den Fan? Was? Ja, den habe ich gefahren. Ach, du hast den gefahren? Ja. Ballen machen. Kannst du noch ranmachen, den Ladewagen zieht er auch. Der steht da. Der da, genau, bei der Werkstatt war er. Klar, Moment, dann mache ich den mal ran. Normalerweise machen wir das ja nicht, aber ausnahmsweise halt mal.
Hallo, der Friese. Coffee, hallo. Wo ist die tolle Brille? Ich habe keine tolle Brille. Ich habe eine 10 Jahre alte Brille, ja. Aber die ist nicht toll. Die ist voll verkratzt auf der Scheibe. Überall sind Kratzer drauf. Und eigentlich könnte ich die gar nicht mehr... Jetzt, Ingo, ich will das kurz sehen. Fahr du mal bitte hier rückwärts. Wieso das denn jetzt? Das ist gerade uncool. Weil ich dich vorhin gelobt habe, dass du das kannst. Ich würde das auch gerne sehen wollen, ja. Ja, ja, Leute. Zeig das den Leuten. Zeig dir, genau. Jetzt bitte, ich möchte das sehen, dass du das kannst. Ich habe dich gelobt, jetzt zeige es auch. Okay. Und ich drücke so die Daumen, dass er runterfällt. Rampe runter ist einfacher? Ja, wenn es einfacher ist, dann lassen wir das so, weil wir wollen es immer schwer machen. Ingo, Ingo, Ingo. Leute, bitte achtet drauf, was der Ingo jetzt treibt. Das ist doch eh einfach. Ja, aber für mich nicht. Ingo, du bist doch ein alter Cheater, oder? Kann das sein? Wie kacke bist du denn? Ich habe das aufgenommen für die Kinder und so. Da kannst du dann wirklich also nachher auch angucken, dass ich wirklich aus der Innenperspektive das Ding da einfach mit einem Satz rückwärts reingezirkelt habe. Ingo, du bist doof. Ja, in diesem Sinne, ja, ich bin doof. Ein paar Köfebot? Ach so. Toll.